Mit der 675 stellt Oyster in Düsseldorf das erste Modell einer neuen Serie vor, der bald die 565 und die 595 folgen werden. Es ist ein Rob Humphreys Design mit Doppelruderanlage und wahlweise einem starren Kiel oder einem Kielschwert. Kunden können außerdem auch zwischen dem gewohnten Schrägheck oder einem Yachtheck wählen, das an Deck mehr Platz schafft und auch Raum hat für eine Dinghy-Garage. Das Design der 675 ist nach wie vor typisch Oyster, aber es wirkt etwas sportlicher, etwas frischer. Und mit 200 Quadratmeter Amwind-Segelfläche dürfte das Boot nicht nur schnelle Ozeanpassagen, sondern auch Podestplätze bei den Regatten erringen. Aber es gibt natürlich auch Erholung, und zwar im Gästecockpit vorne, das säuberlich vom Arbeitscockpit Achtern getrennt ist. Das Ambiente im Salon ist hell und freundlich. Große Fenster im Kajütaufbau und im Rumpf und auch das helle Holz sorgen dafür. An Backbord Achtern die Galley, die keine Wünsche offen lässt. Ebenso wie gegenüberliegend der Navigationsplatz mit allen Instrumenten. Davor der große Esstisch für 6 bis 8 Personen. Die Oyster 675 bietet zahlreiche Optionen für das Innenlayout und auch nette Details wie einen klinisch sauberen Motorraum. Aber am wichtigsten, es ist das erste Schiff in einer neuen Serie, die diese Werft für die Zukunft positionieren soll.